Hallo Leute, also ich werde heute ein Video machen und zwar ein Video zum Thema Vorsätze 2017. Und jetzt fragt ihr euch, warum? Ja, warum läuft er dann hier rum? Ganz einfach. Und zwar, das Leben heißt Veränderung. Ja? Und Veränderung ist jeden Tag, weil man ja jeden Tag lebt. Und deswegen sollte man auch Veränderung hinnehmen. Ich möchte euch jetzt in diesem Video erstmal meine Vorsätze mitgeben für 2017, die ich erreichen möchte. Und zwar, ich möchte nächstes Jahr 20.000 Abonnenten auf YouTube haben, ja? Dann möchte ich es schaffen, auf 13% Körperfett zu kommen, also in Bezug auf meine Fitness. Ich möchte Neuseeland, Australien und das Silicon Valley besuchen. Was haben wir denn noch? Dann wollte ich unbedingt mich um das Thema Wasser und Strom kümmern bei uns am Strand, weil wir haben da ein Grundstück und auch schon alles schön umzäunt und mit Pflanzen und allem. Und damit man ein Haus bauen kann, braucht man natürlich Wasser und auch Strom. Und darum möchte ich mich auch nächstes Jahr kümmern. Und was haben wir denn noch Schönes? Ich habe das mir eigentlich aufgeschrieben auf dem Zettel. Nicht auf dem Zettel, sondern auf meinem iPhone. Ich hole das mal raus. Ist halt schwer mit Handschuhen, so ein iPhone zu bedienen. Egal. However. Und was hatte ich denn noch auf dem Zettel? Das wäre jetzt mal eine Challenge hier. Was hatte ich noch auf dem Zettel? Ach genau. Ich möchte mindestens 10 Speaks halten nächstes Jahr. Ich möchte meine Homepage herzensfolger.com zum Start bringen und auch das Produkt launchen. Also worum es sich dann handelt beim ganzen Thema Herzensfolger, damit ich euch da auch weiterhelfen kann. Und jetzt zu dem ganzen spannenden Thema. Warum 2017? Warum ich diesen Satz vorher gesagt hatte mit Lebensveränderung, jeden Tagesveränderung. Ja, ich mache das jetzt schon. Ich starte jetzt schon Videos. Ich laufe jetzt schon hier rum und drehe ein Video für euch, weil ich heute schon diese Ziele, die ich nächstes Jahr erreichen möchte, schon anfange umzusetzen. Weil es macht gar keinen Sinn. Es macht null Sinn, seine Vorsätze erst zum 1. Januar zu starten. Dieses immer, ja, ich mach's am Montag, ich mach's. Das ist alles Zeit, die du verlierst. Alles Zeit, die du verlierst, deinem Ziel näher zu kommen. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie lange wir immer Zeit haben für alles, ne? Und dementsprechend kann ich euch nur sagen, geht raus und macht das direkt. Und da ist mir jetzt Folgendes aufgefallen, weil ich war ja heute unterwegs und wollte eigentlich ein Video machen, Vorsätze 2017. Ich frage mal Schüler, ich frage Kinder, ich frage Erwachsene. Und ich kann euch eins sagen, ich habe bestimmt 20 Leute gefragt und davon hat einer Lust gehabt, das in die Kamera zu sagen. Und die anderen hatten alle Schiss gehabt, das in die Kamera zu sagen. Und ich habe auch gemerkt, woran es lag. Es lag daran, dass man ein Commitment abgibt. Das heißt, man stellt sich selbst eine Herausforderung, wo man sagt, kann ich das vielleicht nicht, soll ich das überhaupt machen, soll ich das vielleicht nicht machen? Und genau da ist schon das erste Riesenproblem. Wenn ihr selber euch schon nicht sicher seid, wenn ihr euch selber nicht traut, das laut zu sagen, in die Öffentlichkeit rauszusprechen, dann werdet ihr das erst gar nicht schaffen, weil ihr mental euch unterbewusst schon so runterbricht, dass ihr gar nicht dahin gehen wollt. Und deswegen bitte ich euch hier drum jetzt, ja, an alle, die jetzt hier, ich habe glaube ich hier in die Kamera leicht gespuckt, für alle, die jetzt dieses Video sich anschauen, bitte, 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 habt den Mut und committet euch. Schreibt hier in die Kommentare euren Vorsatz für 2017 und sagt, ich starte ihn heute, meinen Vorsatz. Warum sollte ich erst nächstes Jahr mit Rauchen aufhören? Warum sollte ich erst nächstes Jahr mit Sport anfangen? Warum sollte ich erst nächstes Jahr damit beginnen, meine Selbstständigkeit anzufangen? Alles Quatsch. Macht gar keinen Sinn. Das wurde irgendwann mal erfunden, sich Vorsätze zu machen, damit man sich für den Moment gut fühlt und für ein paar Wochen dann und dann nicht mehr. Also deswegen, sorry, deswegen bitte, bitte, bitte committet euch und schreibt hier in die Kommentare euren Vorsatz und warum ihr heute startet. Okay? Schreibt das rein. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, ihr könnt dieses Video euch dann in einem Jahr wieder ansehen, beziehungsweise ich werde das Video natürlich wieder in einem Jahr drehen und dann auf die alten Kommentare schauen. Und dann schauen, was ihr denn schon erreicht habt. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht darum, dass ihr das genau erreicht. Es geht darum, ihr startet es. Ihr kommt den ganzen näher. Ja? Einfach nur als Beispiel. Wenn man sich 13% Körperfett vornimmt, wie ich es mache,
dann ist es ja ein viel größeres Ergebnis und Ziel schon, wenn ich selbst nur auf 15 kommen würde, wo ich jetzt noch bei 19 liege. Ja? Also, versteht ihr, was ich euch sagen will? Der Durchschnitt eures Ziels wird natürlich dadurch auch angehoben. Und deswegen bitte ich euch darum, bitte committet euch hier auf dem Video. So, jetzt gucke ich mich mal an. Ja, es ist kalt, es sind 3 Grad. Und deswegen auch die Mütze und den ganzen Look. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine super, super schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Nehmt euch Zeit für die. Da ist Zeit echt wichtig und auch dehnbar. Da kann man sie schön ausdehnen. Auch wenn wir immer sprechen, Zeit ist kostbar, Zeit ist dies, Zeit ist das. Aber diese 3 Tage, diese Weihnachtstage, nehmt sie wirklich für eure Liebsten sehr intensiv. Und natürlich sonst auch, aber dann in Tagen speziell, wo wir alle mal zur Ruhe kommen sollten. Und mal für die ganzen Leute da sein sollten, die uns am Herzen liegen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe keine Ahnung, ob noch ein Video kommen wird. Auf alle Fälle wird ein richtig cooles Video kommen. Ich habe an Silvester einen Auftritt in Kitzbühel in Österreich. Und dort werde ich Follow Me Around machen. Wie ich hinfahre, was ich da erleben werde, wie es dort aussieht. Und euch mal in die Welt meines Musiker-Daseins mitnehmen. Weil das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz hier sozusagen kommuniziert auf meinem Channel, aber das wird auch noch kommen. Und ansonsten, ja, lasst mir einen Kommentar da, was euer Vorsatz ist, den ihr heute schon beginnt, ja, und das schaut ihr euch dann nächstes Jahr auch wieder an. Und lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und teilt dieses Video mit allen Leuten, die ihren Vorsatz committen sollen, also aussprechen sollen, öffentlich darstellen sollen und unbedingt dieses Video dafür sehen sollten, damit sie sich trauen. Teilt das Video. Alright, ihr Lieben. Ich hätte noch Lust zu labern, aber mir fällt nichts mehr ein zum Labern. Also, bis dahin, euer Daniel von Folge deinem Herz, euer Herzensfolger. Macht's gut. Ciao. Und denkt daran, eure Gedanken erzeugen Emotionen. Emotionen führen zu Handlungen. Und Handlungen führen zu Ergebnissen. Das heißt, wenn ihr andere Ergebnisse wollt, braucht ihr andere Gedanken. Kommt auf andere Gedanken und folgt mir hier auf YouTube. Euer Daniel.